Sie sehen hier ein Kuchendiagramm und sozusagen mal hier die Umsätze der einzelnen Währungspaare. Und auch hier wird deutlich, dass hier die Major Pairs sozusagen den Ton angeben. Und Sie sehen, Euro-US-Dollar ist hier mit einem Handelsvolumen von 28% am Tag der oder das beliebteste Währungspaar schlechthin. Hängt natürlich auch mit dem Euro und dem USA oder der Europäischen Union und dem amerikanischen Land zusammen aufgrund der Wirtschaftspower, die diese haben. Aber das Währungspaar selber mit 28% eben auch hier das meistgehandelste und auch das mit dem geringsten Spread, weil es eben auch am meisten gehandelt wird. Danach kommen, Sie sehen es ja, US-Dollar, Yen, Britisch Pfund, US-Dollar, Australdollar, US-Dollar, die anderen Währungspaare. Aber im Fokus dreht sich es im Prinzip um hier diese Major Pairs, die wir vorhin auch schon angesprochen haben. Und es wird auch deutlich, dass der US-Dollar eben hier seinen maßgeblichen Einfluss hat und das nicht ohne Grund seit 1944 eben im Sinne der Ankerwährung, die er auch tatsächlich immer noch genießt. Und es gibt, wie gesagt, 170 Währungen, 180 Währungen weltweit, entsprechend viele Währungspaare, exotische Währungspairs. Sie sehen hier Other Pairs, 11%. Euro-Other Pairs, US-Dollar-Other Pairs, viele, viele, viele. Aber im Wesentlichen konzentriert sich auf 6 bis 8 Währungspaare. Und wenn Sie einsteigen, macht es durchaus Sinn, dieses mal im Fokus zu haben, um einfach zu sagen, okay, ich konzentriere mich erstmal auf die wichtigsten Währungspaare. Und damit haben Sie im Prinzip auch den globalen Markt schon erfasst. Schauen wir uns nochmal kurz ergänzend dazu nochmal die Umsätze nach einzelnen Währungen an. Auch hier wird deutlich, der US-Dollar mit 85% praktisch hier der Meister an der Violine, der US-Dollar hier überall mit drin maßgebend beeinflussen und insofern auch das, was die US-amerikanische Notenbank vorgibt in Sachen Leitzinspolitik, in Sachen Wirtschaftsdynamik, natürlich hier auch wieder einen unmittelbaren Einfluss hat auf die Geschehnisse der Welt. Danach kommt der Euro, dann sehen Sie auch Yen, Pfund, Franc, Schweizer Franken und so baut sich das nach unten auf, aber es wird hier wieder einmal deutlich, dass der US-Dollar primär und nachfolgend dann auch Euro, also auch das Währungspaar Euro-US-Dollar hier den größten Einfluss am Markt genießen. Gut. Umsätze, weil wir gerade bei Umsätzen waren, ist auch hier nochmal ganz interessant zu wissen, der Forex-Markt selber, wie wird er denn abgehandelt? Es gibt hier vermutlich verschiedene Aufgliederungen, wie der Forex-Markt selber sozusagen abgewickelt wird. Nachher noch ganz wichtig, die Voice Broker, also die Telefonbroker. Da gibt es eine kleine Geschichte zum FX-Kartell, vielleicht haben Sie es schon gehört. Weniger dramatisch, wie es sich jetzt anhört, aber gerade für die großen Banken doch schon ein riesiges Loch, was sie da aufgerissen haben, weil hier die Profitgier einfach mal wieder übertrieben wurde. Für den Trader an für sich aber kein Nachteil gewesen. Was hier wichtig ist, zu sehen eben hier die elektronischen Methoden. Und das sind eben hier über 40%, die den Forex-Markt ausmachen in Sachen Handelsumsätze. Und dann sehen Sie hier untergliedert nach Broker-System, Multibank und Single-Bank-System, wie praktisch die FX-Umsätze reinkommen und ausgeführt werden. Und da wird eben auch sehr deutlich, dass hier der elektronische Handel die maßgebliche Rolle spielt.